Als nächste Rednerin am Wort Nurten Yilmaz von der SPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geschätzte Frau Ministerin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Seit 2011 heißt der umstrittene Textpassage Heimat großer Töchter und Söhne. Im Gleichbehandlungsausschuss hat Kollegin Schimanek gemeint, die Einfügung der Töchter sei, und ich zitiere, eine mutwillige Veränderung des Originaltextes, die nichts zur Gleichberechtigung der Frauen beiträgt. Ja, vielleicht bringt es nicht so viel wie viele andere Maßnahmen, die wir setzen. Ganz sicher ist aber, dass eine Rückkehr zum Status vor 2011 ganz sicher gar nichts bringt für die Gleichberechtigung der Frauen. Paula Preradovic hat ja ihren Text auch nicht in Stein gemeißelt. Auf Betreiben hohere... Sie hat auf Betreiben einige hohe Beamte mehrmals umgeschrieben, bis er so war, wie er 1947 beschlossen worden ist. Also, der Text unserer Bundeshymne ist aus dem Jahr 1947. Das war eine Zeit, sehr geehrte Damen und Herren, wo verheiratete Frauen ohne Erlaubnis ihres Ehemannes nicht ins Ausland fahren durften und sie durften auch keine Arbeit annehmen und Familienoberhaupt war laut Gesetz der Mann. Sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen das nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert. Frauen wollen nicht mitgenannt sein. Frauen wollen genauso Platz finden wie Männer. Darum war die mehrheitliche geänderte Textpassage der Bundeshymne im Jahr 2011 absolut richtig. Ich möchte mich bei jenen Abgeordneten sehr herzlich bedanken, die 2011 dabei waren, bei den Abgeordneten der SPÖ, der ÖVP und der Grünen im Namen meiner großen beiden Töchter.